Und einen wunderschönen guten Morgen in der vierten Folge von Rap. Hallo. Hallöchen, aber das ist die fünfte Folge. Wieso? Wieso? Weil es so ist. Oh Mann. Habe ich falsch gezählt. Habt ihr Blanken? Habe ich da in die Kiste reingepackt, was ich noch hatte. Nein? 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 Ah, beim Essen. Ich hätte vorhin 40 Stück ins Essen gepackt. Mhm. Gefunden. Okay, ich pack dir mal in die Essentruhe deine 4 Gläser, die du ja brauchst für... Naja, für das Wasserteil. Dein Reiniger, ja. Wo hast du die reingepackt? In der großen Kiste. Klar. Ach, da vorne hat er wieder was abgenagt. Autsch. Seine Finger bloß von meinem Netz nehmen. Ja. Ja, die will ich auch irgendwann verstärken. Dann kann er sie nämlich gar nicht mehr kaputt machen. Juhu. So, aber jetzt haben wir fast die ganze Reihe hier. Gut, gut. Dann brauchen wir fast gar nicht mehr sammeln. Also jetzt haben wir halt nur ein Wasser aufbereit. Guck mal, ob ich die Flasche mache. Ja, erstmal. Achso, eine Flasche brauchst du? Ja, sonst muss ich so zigmal tausendmal laufen mit meiner kleinen Tasse hier. Ja, dann warte, Ich besorge Glibber. Wo kriegst du den Glibber immer? Das ist auch unter einer Insel, wie auch die Metallerze. Und dann musst du den Glibber in die Schmelze packen. Essen ist fertig. Yeah. Hab ich mal den Wandstroll, bitte. Sehr gerne. Ich bin gerade noch dabei, einen Tisch zu erforschen. Und einen Kerzenständer. Und den Kerzenständer. Viel, viel wichtiger. Ja. Zack. Ich liebe es, wenn du einfach nur aufsammeln kannst, ohne den Haken zu benutzen. Seitlich im Boot. Mhm. Ja. Ja, das ist schon cool. Wenn da sowas Großes auf uns zu schippert, wie hier die Kiste. Stimmt, das Rohmaterial nennt sich Seetang. Dankeschön. Im Welle. Guck mal, das ist der Wasseraufbereiter ohne Holz. Also du musst da hinten immer das Wasser auffüllen vom Meerwasser und das vordere kannst du trinken. Also mach dich. Mach dich nackig? Oder was wolltest du sagen? Ich hab's gerade falsch verstanden. Satt. Achso, ich hab mal geguckt. Angeblich ist das Wort, wenn man nicht durstig ist, sit. Sit? Satt und sit. Okay. Ich habe noch nie sowas Dummes gehört. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich benutzt es deswegen auch niemand. So, warte mal, den Bolzen noch, genau. Glibber, 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 glibber. In meinem Glibber. Rumklebern. Ja. Und mal gucken, dass ich vielleicht noch eine zweite Schmelze baue oder so. Was kommt ihr eigentlich in diesen Riesenraum rein, Mittel? Da wird die Küche wahrscheinlich. Nee, warte mal, da hatten wir die. Hatten wir da die Küche? Doch, da hatten wir. Ist das. Ah, ja. Eine weitere Schmelze. Ein weiteres da. Essen ist fertig. Yippie! Leck. Super. Okay, können wir ein bisschen Holz aufheben, damit wir mal wieder an eine Insel ran können? Aber das Holz ist sowas, ein ratzfatz weg, das heißt. Naja, deswegen, weil wir müssten trotzdem mal an eine Insel ran. Weil sonst kann ich für bald nichts mehr bauen. Das hat es jetzt jemand gegessen? Nö, dann esse ich es jetzt, weil ich sonst schon Hunger. Nimm einfach. Das, was da ist, ist da. Die nächsten 3 Haihappen sind aber gleich fertig. Ich bin endlich mal satt. Und ich bin fertig. Ich bin voll getrunken. Sehr gut. Schön, schön. Herstellen. Zack. Wir haben fast wirklich das ganze Boot abgedeckt jetzt mit Sammlern. Es wird exponentiell schneller, was wir hier an Material sammeln jetzt. Ja, das ist doch gut. Je mehr
mehr Sammler, desto schneller haben wir Material. Desto schneller haben wir Planken, desto weniger müssen wir sammeln. Echt. Und umso mehr können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Ja, und jetzt brauchen wir schon kein Wasser mehr für das blöde Beete. Fürs Wasser? Nee, für die Beete. Wieso nicht? Weil wir jetzt einen Wasseraufbereiter haben, ja, der kein Holz mehr braucht. Also ich kann Wasser machen, ohne dass wir Holz verbrauchen. Kann da noch nichts mehr reinkippen, ist der voll? Ja, dann ist voll, dann leere ich einfach deine Tasse aus. Oh, der nackt schon wieder. Dass man den da fertig hatte, hey. Und ein Vogel irgendwo, oder? Ich habe was eingepflanzt. Okay. So, dann Haie an. Happen essen. Habt ihr zufällig noch Blätter? Ja. Wo bist du? In deinem Zimmer. Danke. Okay, da ist Ton. Ah. Oh, der doch irgendwo schwer. Mhm. Aha. Wenn du schon mhm machst, dann sage ich aha. Das läuft echt gut jetzt. Hier anpflanzen. Rübchen. Es wird wirklich nur noch die Geschwindigkeit, dass wir ein bisschen schneller durch dieses Treibgut fahren. So. Also an die Geschwindigkeit musst du dich gewöhnen, das lassen wir oft meistens so laufen. Nur treiben einfach. Ja, aber weil das Benzin auch so teuer ist mit den ganzen Kartoffelchen, bis du die in der Menge hast. Ja. Ja, den Motor, den nutzen wir später ganz gut, wenn wir dann die Lorry ansteuern, weil dann müssen wir meistens gegen den Strom laufen. Okay. Die Story entdecken wir dann über Inseln oder so, über Items, die wir finden? Ja, aber über einen Empfänger mit Antenne, der zeigt dir den Zielpunkt an. Und dann kannst du drauf zusteuern. Klickt da so eine kleine... Ja, ich habe gerade noch mehr geholt. Und ich habe einen Riesenfisch, guck mal. Der ja, nee. Platziert. Nee, einfach mehr. Geh. Dann gib X da. Passt hier nicht drauf, ich. Ah, momentan ist gar keine Insel in Sichtweite, wa? Cool. Ich sehe nichts. Oh, den Lachs kann man ja gar nicht auf einmal essen. Sehr cool. Ich schmeiß die kleinen Sachen immer auf den kleinen Grill und die großen Sachen. So, das dann hast du ein System, das wusste ich nicht. Mach gut. Beim nächsten Mal. Aber die sind ja eh gleich fertig. Die sind fertig. So, jetzt kommt der Riesenhammer. Guck mal, wie voll der Grill ist jetzt. Ja, da habe ich vorhin den rausgenommen gehabt, den großen. Das ist fertig. Jetzt habe ich noch drei Riesenwälze. Da hat sein Motor schon wieder an. Bam, 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 ja. Überlegt er wieder. Ja, wenn ich erstmal überlegen bin, ne? Da geht's aber. Oh, ich bin schon wieder recht befüllt. Hier, warte mal, da das Sand mal hin. Okay. Wieder ein Deko-Päckchen. So, das da. Oh, ein offenes Buch.
Ganz also wichtig. Wenn, wenn du Fragen hast, ich bin wie ein offenes Buch. Du bist wie ein offenes Buch? Ja. Natürlich. Das ist ja geschickt. Wie kommen wir denn jetzt diesen Raum? 1, 2, 3, 4. Da mit dem Netzsammler sind 5. Da ist 6 drin. So breit wird auf jeden Fall. Mhm. Kannst du mir das sagen? Ja, schon wieder. Hör auf zu nagen. Verzieh die Kuchen. Bäumel. Okay, so, na, 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 weiter tun deine Geräusche. Gell? Das würde ich nur ohne den tun. Dich langweilen. Der Kleine pennt immer noch nicht, ne? Ja, das ist zu lange frei gehabt. Der muss sich erst wieder an die Zeit gewöhnen jetzt. Das morgen früh bitterböse bereuen. Der nicht, aber ich. Ich hock da in sein oh, Bettchen und rüttel und schüttel. Eine ah, da ist eine Insel. Okay. Ich bin gleich wieder da, ja? Jawohl, Sir. Mhm. So, warte mal noch. Action, aber wo ist Schrott? Da ist immer der Bolzen. Ich habe gerade nochmal 2 Kisten gemacht. Mal hier neben dem Leertisch. Ja. Kunststoff- und Holzkiste. Eine gute Idee. Versuche ich mich mal leer zu machen. Weg da, du Schlapper, die Lotz, die Vogel, du. Ach, die Insel, die geht ja voll an uns vorbei. Oh, warte mal, da muss ich aber umdrehen. Wir müssen ja nicht unbedingt hin, wir können ja nochmal eine abwarten. Nee, nee, wir brauchen Sand und so alles. Na dann. Gucken wir, ob ich das überhaupt mit dem Segel schaffe. Das finden wir gleich raus. Ach komm, nee, da quetsche ich mich jetzt nicht durch. Wir nehmen die nächste. Okay. Hat er aber rechtzeitig gesagt, dass da eine Insel kommt. Ja, aber irgendwie war ich da ein bisschen in 2 Sekunden zu spät. Du hast wieder nicht zugehört. Das ist jedes Mal das Gleiche mit dir. Doch, ich habe dir zugehört, aber ich habe es 2 Sekunden zu spät, kam es bei mir an. Genau, wegen Trockenziegel bräuchte ich nämlich noch. Also ich weiß nicht. Ach so. So, man kann gar nicht das Inventar öffnen, während man angelt. Oh, ganz so. Ja. Das hätte ich nebenher nicht was gecraftet. Ja. Man kann halt nicht alles haben, ne? Quietscheentchen. Doch. Oh doch. Melle, in deiner Abwesenheit habe ich 2 Kisten neben diesen Leertisch gepackt. Da findest du Kunststoff und Plastik. Mhm. Nee, Kunststoff und Plastik? Plastik, sondern Kunststoff und Ding, Holz. Okay. Ah, okay, also machen wir da das Holz und Kunststoff rein bei ihr schon mal. Ist gut. Ich habe es jetzt halt einfach getan. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen richtig. Was geht denn lang? Okay. Verurteile mich nicht deswegen. Ja, da Bretter. Denk an Essen, trink. So, warte mal, dein Glipper. Was wolltest du nochmal haben? Den Glipper? Was wollte ich für dich bauen? Flasche. Ach ja, Flaschen. Stimmt. Dann nehme ich dann zumindest mal eine Flasche. So mal.
Die packe ich dir bei deiner großen Kiste neben dem beim Grill rein. Hast du da schon mal... Oh, da kommt eine Insel. Da können wir ernten. Da kommen wir voll drauf zu. Quatsch. Kriegst du die zurück, Melle? Mhm. Ja, dann wunderbar. Hänge ich da jetzt gleich wieder dran? Ein Teppich. Oh mein Gott. Ist das jetzt ein Teppich oder ein Teppich? Ein Teppich. Pieks, pieks, pieks. Die ist aber groß, die Insel. Ja, da können wir dann ein bisschen was ernten, ne? Brauche ich mal wieder eine Axt. Bolzen haben wir nicht, ne? Bolzen, nee, aber ich könnte dir, warte mal, ich mach dir mal geschwind einen Metallbarren. Und dann kannst du da einen Bolzen rausziehen. Cool. Ah, jetzt ist die schon wieder. Waren zwei auf der anderen. Ja, waren zwei. Rechnodeln. Ich liebe das, in den Sammlern einzusammeln. Einfach nur eine Runde rennen, ne? Ja, das ist so geil. So, den Barren. Der kommt dann irgendwann raus, oder? Ja, sobald er fertig ist, ist er platt. Achso, oben das. Okay. Genau. Aha. Ich habe mir auch schon einen Bogen und ein paar Pfeile gecraftet. Du hast einen Bogen und Pfeile, hey. Ja. Das sollte ich ja eigentlich auch herstellen, ne? Ja. Ich glaube, da waren, warte mal, Bogen. Ja, nee, da brauche ich diesen Schleim. Nochmal Bolzen. Warte mal, ich schmeiß dir was hin. Habe ich nämlich gerade gesehen. Ich habe nämlich da gerade so ein Ding. Kann ich daraus jetzt Bolzen machen? Genau. So, wir haben jetzt zwar keinen Anker, aber das hält vielleicht trotzdem, weil wir voll... Ich baue noch schnell ein, weil ich... Nachher fahre ich da alleine weiter. Aber das wäre doch mal was, ne? Nö, kann ich eigentlich keine Böcke drin. Okay, mach ich doch mal den einen. Hab dich nicht so. Den einmal Anker. Den Wurfanker, alles klar. So, den positioniere ich dann einfach mal da. Aufnehmen und tschüss. Wir sind angekommen. Okay, gelandet. Sehr schön. Genau, wir sind gelandet. Holzhacken, ne? Ja, so gehst Holzhacken. Habt ihr gegessen? Ja, ja. Ja, ich muss jetzt noch kurz Lama. Mal zwei. Der liebt die Lama. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir. Also wirklich ein Lama. Das hoppelt jetzt. Ganz lange über. Oh Ohren. Mann. Ich hab keinen Platz hier. Irgendwo muss ich doch mal. Ich mach gleich die Kiste hier mit dem Essen frei. Okay. Und dann. Also kann ich da schon ein bisschen was reinschmeißen. Mhm. Okay, weil dann kann ich nämlich unten ein bisschen was einsammeln. Warte mal, da. Da ist eine Sau. Okay. Dann gehe ich mal gucken nach unten. Die Metallaxt mehr Schaden oder? Metallaxt. Oh, die macht gar keinen. Ach so, nee, eine Axt auf eine Sau oder so? Nein. Schade. Und das ist Nada. So, ich glaube, das müsste ich gut ernten können. Wie oft muss man so eine Sau pieksen? Oh ja, ein paar Mal. Wirst du das schon. Oh. Aber die Sau ist recht simpel, wenn du den Trick bei ihr raus hast. Ich stehe hinter einem Baum einfach.
Der macht auch immer dreimal wupp, wupp, wupp und dann rennt er auf dich zu. Genau. Der Baum. Ja. Was sonst? Ah, Mist. Jetzt hat er mich erwischt. Nein. Böse Mist. Oh. Dann mal nochmal kurz durch. Wo nagt der? Hör auf zu nagen. Geh weg. Och Mann. Ja, Metallspeer 6, 7 Treffer. Das heißt mit dem Holzspeer wahrscheinlich nochmal ein paar Treffer mehr. Hm. Gucken wir mal, den mache ich jetzt. Was ist das jetzt? Oh Mann. Gerade jemand was runtergeworfen auf mich. Dann kann es Adel gewesen sein. Einzig, der wirft. Ach, das ist ein Unterschied, ob ich dem in den Kopf oder in den Hinterpieks? Ich weiß. Würde mich. Nee, ich glaube nicht. Sicher? Oder? Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe damals nie einen Unterschied gemerkt. Also, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass der schneller tot ist. Ah, ich bin aufgespießt. Oh. Hui. Das hat er aber fein hingekriegt. Ja, das kann ich. Jetzt war ich wieder aufgespießt. Ja. So, der Restfleisch da rein. Kannst du dich einfach sterben? Schön wär's, ne? Ich hab den schon öfters als 9-mal getroffen, also bitte. Die Rechnung geht nicht auf. Warum bewege ich mich? Ah, Wellen, okay. Ich dachte, wir haben Anker draußen. Ja, deswegen habe ich mich hier erschrocken. Ja, also wenn wir hier auf der Insel stranden, dann weiß Bescheid, endlich, ne? Endlich ist er tot. Jetzt habe ich aber auch nur noch schwarz-weiß gesehen gehabt im letzten Moment. Ui. Ui, 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 ui. Komm kurz heim, Melle. Mach das. Essen ist in dem Räumchen. Okay. So, das hat 90. Okay. Gut, dass man das danach weiß. So. Essen. Ah, ich habe vergessen. Essen. Wenn die Wellen hoch genug sind oder es regnet, dann bewässern sich ja meine Beete hier. Geil. Okay. Oh, ich weiß gerade nicht, wie man Scharniere macht. Wir haben noch ein paar Scharniere. Wo dann? Ein einschicken habe ich. Scharniere macht man aus Metallbaren. Mhm. Deswegen, ich muss gucken, dass ich auch mehr Schmelzöfen kriege und dann ordentlich gesammelt bekomme. Okay. Also, na, was ist denn mehr die großen Dinger da herrscht? Kisten. Genau. Oh Mann, hast du das so? Alles gut bei dir? Ah, weißt du, wenn du da Schrott im Wasser hast, aber das Wasser zu niedrig ist, dann kannst du nicht richtig einsammeln. Ach so. Ja, dann will dieser Greifhaken nicht mehr. Ich habe eine Mini-Lagune entdeckt. Da ist auch was im Wasser. Geh mal davon aus, dass mich hier kein Hai angreift. Der ist gerade bei mir geschwommen. Geh. Ja, wir haben hier eigentlich recht gutes. Das Floß ist gut geparkt. Du hast Pfeil und Bogen, gell? Ich habe Pfeil und Bogen, ja.
Damit kannst du doch bestimmt dieses Viech, das da Zeug wirft, beseitigen, oder? Hast du einen Adler bei dir? Das war schon klein. Okay, da war ich wieder nicht anwesend. Okay. Jetzt willst du mich aber verarschen. Da war ich wohl kurz außer Haus. Ja, weißt du, der Druck unterm Wasser im Ohr, der ist nicht einfach. Ja, der Druck unter Wasser, sonst noch was. Genau. Ja, warte, ich will aber hier noch ein bisschen einsammeln. Mach ruhig. Können wir Geierfleisch. Ist keine Gefahr für mich. Ja, okay. Der verbraucht viele Pfeile, weil der zu treffen ist. Schleischlichler, okay. Ich habe hier wieder so einen Handelsposten entdeckt. Oh, da ist eine Kiste. Ich habe einen Handelsposten entdeckt. Nein, hast du nicht. Doch, tatsächlich schon. Ja. Ja, den muss ich mir auch mal angucken. Mensch, Boot, hör auf, dich zu bewegen. Wir brauchen demnächst mal ein Rezept für den Müllwürfel. Oh, Rezept Haihappen. Das ist gut. Kann ich gut gebrauchen. Gell? Nimm mal aufhören mit Schmeißen. Wer schmeißt? Keine Hobbys. So unfreundlich sowas. Mann. Brauchst du einen Helm, hä? Sehr cool. Viel besser wäre es aber, so ein Maschinengewehr zu haben, mit dem ich den einfach aus der Luft hole. Würde ich nicht nein sagen. Wäre ich dabei. Hat er irgendwo auf einem Berg vielleicht so, da ist nochmal so eine Sau. War eine Sau, eine ganz liebe Sau. Und 10 kleine Felsen hatten sie. Die einen machten noch und die kleinen. So, jetzt geht's an dich. Ich bin bewaffnet und ich bin tollkühn. Aha, daneben. Hier, 2 habe ich schon mal. 3. Ja. 5. 6. Nee, 5. Okay, die Hälfte müsste jetzt schon tot sein an dem Viech. Dann nehme ich einfach auch die Klippe runter. Oh. Bin kaputt. Ganz kaputt? Jawohl. Okay, du bist oben auf dem Berg, ne? Ich bin auf der Bergspitze. Okay, dann gucke ich. Nicht so verfehlt. Er führt auf der Rückseite vom Berg, führt so einen Weg aus Planken, Kisten und Müll hoch. Aber Strider. Ja? Die Frage, ob du mich rettest, können wir doch auch in der nächsten Folge klären. Das können wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.